Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gucken wir mal nach den Feldern, wie es denen geht. In der letzten Folge habe ich erst ein bisschen, also ihr habt nicht so gesehen, aber ja, einen kleinen Clip einfach so, was wir gesehen haben und so. Ja, da hat es ein bisschen Unkraut drin, wenn ich es richtig sehe. Aber darauf sind wir alles vorbereitet, Leute. Der Philipp, der Kuschelbär, der hat uns eine Feldspritze geholt und alles. Und ja. Ja, da hinten ist auch ein bisschen. Oh, was ist denn da vorne passiert? Sekunde, lass mal hingucken. Okay. Hier hat es nicht gekeimt oder irgendwas. Und, was weiß ich. Okay, schade. Ja, auch ein bisschen Unkraut. Müssen wir später noch drüber fahren. Ja. So. Dann gucken wir mal bei Feld 154 oder was es war. Und ja, wir sehen uns gleich. Ja, wie bereits erwähnt, ist der Kuschelbär da. Also, gut. Jo. Gut, jetzt auch ein bisschen Unkraut. Das waren Gerste. Ja, war Gerste. Okay. Okay. Dann, ja. Hier hinten haben wir zwei weitere Felder gleich. Da müssen wir noch ein bisschen hindriven. Es dauert einen kleinen Moment, aber komm. Die Zeit nehmen wir uns. Ja. Dann cruisen wir mal dahin. Und gucken wir mal, was da passiert ist. So, hier sind wir schon beim nächsten Acker gleich. Ja, hier ist er auch. Ja. Okay, hier sehe ich jetzt kein Unkraut. An erster Stelle. Boah, hier ist ein bisschen hubbelig. Da kann man sich aber auch leicht täuschen, deswegen fahren wir nochmal hier rum. Aber ja, hier müssen wir anscheinend nicht dann spritzen. Ja, gut. Perfekt. Okay, so. Dann fahren wir mal kurz rückwärts hier. So. Mach mal ein bisschen die Tür auf, oder? So. So. Und fahren wir gleich mal zum nächsten Feld, weil das ist gleich hier oben. So, da hat es jetzt nämlich Unkraut. Und gerade nicht wenig. Da hat es einiges am Unkraut. Ja, da müssen wir auf jeden Fall spritzen. Ja. Yep. Dann düngen wir hier auch noch, wahrscheinlich. Weil, guck mal. Hier, seht ihr? Es sind nur noch 2 Tage. Und dann können wir schon wahrscheinlich dreschen. Wenn der Wetterdienst uns was Gutes sagt. Und der Wetterdienst sagt uns was Gutes am Mittwoch sogar. In der restlichen Woche. Bis auf den Samstag. Da bringt er uns Kackwetter. Und ja. So, dann gehen wir mal hier wieder in unsere Case rein. So. Und ja, dann fahren wir einfach mal zum anderen Feld. Das ist ein bisschen weiter weg, deswegen, ja. Sehen wir uns beim nächsten Feld. So Leute, jetzt da vorne ist schon der nächste Acker. Ich hoffe, da hat es auch nicht so viel Unkraut, aber... Ach, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ja, okay, es sieht schlimmer aus, als es ist, aber... Da müssen wir auf jeden Fall auch mit einer Feldspritze mal wieder drüber fahren. So. Okay, und ja, Leute. Dann fahren wir mal zum nächsten Feld gleich. Das ist gleich neben dem Händler. Und ja, schreibt uns mal rein, sollen wir uns einen anderen Trecker holen oder sollen wir die Case behalten? Also die Case fahren sich eigentlich ziemlich gut. Und der Kuschelbär, der hat einen JCB, von dem her bräuchte ich einen kleinen anderen Schlepper. Jetzt die nur hier mal kurz weg. Können Sie bitte mal weggehen? Hallo, was machen Sie? Ja, jetzt läuft er mir fast rein. Jo, diese Leute hier. Der läuft einfach quer über die Straße. Guck ihn dir an.
So, fahren wir mal hier hoch. Oh je, oh oh. Ja, okay, aber das ist alles nicht in 2-3 gewachsen, zum Glück. Aber da hat es ein bisschen Unkraut. Ja. Und da. Okay, ja, ja. So. Dann fahren wir nochmal hier kurz hier runter. Weil da oben, unten ist unser anderes Feld. Hoi. Was war das? Kleines Schlagloch oder irgendwas. Ja, hier sieht's perfekt aus eigentlich. Kommen wir hier vorbei, ohne was kaputt zu machen. Jo, passt. Ja, sieht's eigentlich gut aus, bis auf den kleinen Fleck da. Und dann, ja. Fahren wir mal zum anderen Feld. Und gucken wir mal, wie das hier jetzt aussieht. Oh, ich glaube, da lassen wir mal meinen Schlepper hier stehen und das gucken wir uns mal genauer an. Dann können wir den Motor ausmachen. Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Jetzt Unmengen an Unkraut. Ja, aber die Werte sind eigentlich. Die passen bis jetzt. Also, was heißt die passen? Bis jetzt passen sie zumindest. Aber hier hat es auch Unmengen an Unkraut. Guckt euch das an. Oh. Hier ist ein Lärchenfenster. Ja. Hier hat auch die Keimung fehlgeschlagen. Also hier ist ein Lärchenfenster passiert. Okay, ich hoffe, ich habe hier nicht zu viele Lärchenfenster drin. Ja, hier hat es wieder Unkraut. Oh, da ist schon das nächste Lärchenfenster. Ah, das ist ein bisschen mies. Aber ansonsten, ja. Warum hole ich eigentlich die ganze Zeit meine Kettensäge raus? Da innen hat es wieder ein bisschen Unkraut. Ja. Checken wir den Acker nochmal so ab. Okay, und hier hat es auch noch ein Lärchenfenster. Ach du Kacke. Uiuiui. Ich glaube, ich guck mal, wie viel Lärchen das Fenster es noch hat, weil so, wenn ich das. Glaub nie finden. Ich rufe mal kurz einen Kumpel an. Der hat eine Drohne und dann gucken wir mal hier genauer drüber. Also wir sehen uns gleich wieder. Was soll denn machen? So Leute. Die Drohne fliegt gerade schon. Ja, es sind 3 Lärchenfenster hier. Und ja. Ja, aber ansonsten, ihr seht, hier hat sonst nichts anderes. Aber ja, die 3 Lärchenfenster sind hier gewachsen. Hier unten, was ist da passiert? Da sieht das nicht ganz. Fliegt nochmal ein bisschen tiefer hin. Passiert nichts, okay, gut. Ja, da ist noch ein bisschen Hohlraum, aber ansonsten, ja, sieht das Feld eigentlich gut auf. Bis auf die paar Lärchenfenster da, wie gesagt. Und, ja, dann bedanke ich mich an dich, dass du mit deiner Drohne geflogen bist und dann, ja, fahren wir auch schon zum nächsten Feld. So Leute, ich nehme hier mal einen kleinen Umweg. Und dann gucken wir mal, wie es hier eigentlich so geht. Oh, da hinten sieht schon ganz anders aus. Uiuiui. Da hinten sieht schon heftig aus. Aber hinten, wenn mich die alles täuscht, auch ein Lärchenfenster drin. Es müsste von dem Bauern hier doch sein, oder? Ah, da hinten ist es sogar. So, schönen guten Tag. Und wie geht's Ihnen? Servus. Gut. Sie helfen mir ja öfters, ne? Ja. Und dafür, dass Sie Ihren Traktor letztes Mal ausgeliehen haben, kriegen Sie noch ein kleines Budget, ne? Deswegen wollte ich Ihnen auch noch ein bisschen Geld geben. Nämlich, ich habe Ihren Träger für 3 Stunden geused, also, kriege ich ihm mal pro Stunde 100 Euro, deswegen einfach nur aus Nettigkeit. Und jetzt weiß ich nicht ganz, da hinten bei ihrem Feld, da ist glaube ein Lärchenfenster gewachsen. Wollen Sie sich das mal angucken? Ja, ich fahre mal hinterher. Na, da können wir laufen, da ist nicht viel. Ist direkt hier, nämlich hier. So,
Wenn wir mal kurz hier, also über die Straße, ne? Ich meine, hier war ein leeres Fenster, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, hier ist ein Lärchenfenster. Ja, kann man nichts machen halt, ne? Ist halt blöd gelaufen. Und ja, das wollte ich Ihnen nur mal sagen, ne? Und da hinten, ja, sehen Sie das da hinten? Da hinten ist dem Stab auch noch mal ein Lärchenfenster gewachsen. Also ja. Ich wollte Sie noch mal was fragen. Hätten Sie eine Feldspritze, die ich ausleihen könnte? Genau, am Hof. Ich könnte Ihnen ja mal zeigen, wo die steht. Ja, dann würde ich mal übermorgen oder so oder morgen vorbeikommen und die mir mal holen kurz, wenn es Ihnen nichts ausmacht, wenn Sie die nicht brauchen. Ja, das macht mir nichts aus. Ja. Hier beim letzten, hier steht sie drin. Okay. Da. Ah, okay. Ja. Ja, großes Gerät, mein lieber Mann. Ja. Mhm. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja. Ich gehe meine andere Felder noch kontrollieren und okay. Ja. Bis dann. Bis dann, tschüss. Ciao. Bis hier alles auf. So. Hier die Wiese, die wächst, glaub noch, ja, ja. Aber die ist fast schon wieder für den zweiten Schnitt bereit. Ja. Beim ersten Schnitt wart ihr leider nicht dabei, Leute. Und beim zweiten Schnitt werdet ihr auf jeden Fall dabei sein. Aber ich weiß nicht, war die beim ersten Schnitt dabei? Oh, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, hier die Wiese. Können wir bald wieder mähen. So, jetzt müssen wir nur aufpassen. Guck, da kommt schon das erste Auto. So. Dann fahren wir hier wieder raus auf die Straße. Und blinken wir mal. Wir müssen nämlich hier links rein. Mal gucken. Da sind wir vorhin eigentlich schon... Oh. Da fahre ich noch kurz vor dem Auto rein. So. Müssen wir nämlich mal gucken, weil hier waren wir vorhin schon, aber da habe ich vergessen, hier lang zu fahren. Und ja, dann gucken wir mal hier nochmal. So. Ja. Oh, die ganzen Krabben wieder hier. So, die schaue ich mir mal wieder weg. Ja, das sieht eigentlich auch genauso aus wie beim anderen. Ja, also. Oder warte mal, sieht das besser aus? Ja. Muss auch noch ein bisschen wachsen. Und mein Nachbar hier hat Sonnenblumen gesehen oder was? Ui. Aber die sind ganz schön gewachsen, mein lieber Mann. Also die sehen echt sehr, sehr gut aus. So. Ja, sollen sie gut aussehen? Oh, da kommt jemand. Ach, das ist doch der Bauer von vorhin. Sekunde. Ja, hallo. Servus. Könnten Sie da mal später, wenn Sie Zeit haben, morgen oder so, am Hof vorbeikommen? Ja, könnte ich machen. Um was geht's denn? Ich hab da ein kleines Problem mit meinem Anhänger. Okay, ja, kann ich machen. Okay. Jo, also dann bis morgen. Tschüss. So. Dann fahren wir wieder mal zum nächsten Feld. Und was heißt Feld? Ja, ist ja ein Feld theoretisch. Nämlich ist es der Maisacker. So, hier kommt nichts. Können wir geradeaus durchfahren. So. So, hier die Wiese haben wir ja schon kontrolliert. Die wächst ja noch hier, ne? Und hier ist unser Mais. So, ich hoffe, hier ist sich auch nicht zu viel Unkraut. Ja. Dann kommt der Kollege nochmal mit der Drohne. Joa, ihr seht jetzt gleich die Drohnenaufnahmen wieder, ob da alles prima gelaufen ist. So Leute, hier seht ihr die Drohnenaufnahmen gerade. Ui, da liegt irgendwas im Feld. Ja, oh, hier liegt noch ein Baumstamm. Ich weiß nicht, wie der hier reinkommt, okay. Gut zu wissen, gut, dass wir unseren Freund haben mit der Drohne. Joa, hier ist auch manche... Maisstängel sind schon etwas größer, etwas kleiner und jetzt auch wieder deutlich viel Unkraut. Hier ist er nochmal hingeflogen und hat auch hier ein bisschen Unkraut entdeckt. Und ja, mit der Drohne geht es eigentlich viel schneller. Hier ist er wieder hingeflogen und der Acker sieht eigentlich gut aus, hat er gesagt. Bloß irgendjemand wäre mir da mal reingefahren. Ne Leute, also wenn ich den erwisch, dann... Ja, dann könnt ihr euch ja denken. Und er hat er netterweise noch meine Wiesen abgeflogen.
und hat gesagt, dass ein bisschen Unkraut drauf gewachsen ist, aber ja. Aber ansonsten wäre alles korrekt und so. Und ja, Leute. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Landwirtschaftssimulator-Folge. Und ja, bis bald, euer Sir Kev Kev. Ciao.